Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend hat man mich mal auf den Namen Maverick getauft. Und wir erkunden gemeinsam die Welt im Euro Truck Simulator 2 mit unserem Scania. Sind jetzt gerade in Graz und wollen jetzt eigentlich in die Werkstatt und uns mal ein paar schicke Accessoires und vielleicht einen neuen Motor gönnen. Ja, da ist auch schon das Problem. Leider ist nach der Fahrt in die Werkstatt, also nur die Sattelzugmaschine vom Abladeplatz in die Werkstatt, ist mir das Spiel abgestürzt, und ich musste komplett neu laden. Auch was dann auf dem Hof der Werkstatt neu geladen hat. Dementsprechend fehlt dieses kurze Stück. Eigentlich schneide ich ja nicht, aber da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Ist auch nicht spannend. Ich habe an den Einstellungen rumgespielt, ich habe an der Navi-Stimme rumgespielt und die komplette LKW-Konfiguration, wonach das Spiel abgestürzt ist, die musste ich eh nochmal machen. Also die seht ihr jetzt gleich. In diesem Sinne verpasst ihr da nichts, aber normalerweise schneide ich nicht, deswegen weise ich euch eben darauf hin. Nicht, dass es da, ne, da fehlt halt ein Stück. Aber naja, in diesem Fall glaube ich nicht so tragisch. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Und dann auf nach Österreich. So, haben wir schon die neue Maschine drin? Nein, haben wir nicht. Also müssen wir den LKW nochmal tunen. Okay. Das hat er also nicht sich gemerkt, als er abgestürzt ist. Also, ist die Wartung denn gemacht worden? Nein, das fehlt auch noch. Alles klar. Dann würde ich sagen, dicke Maschine rein. Dann hier vorne der da, ne, da. Den Dachbügel Mirage. Mit den dicken Heller Foglights. Können wir hier hinten noch eine andere Tröte mittlerweile anbauen hier? Ne, wa? Ne, sind nur die, okay. Hier muss natürlich noch die richtige Engine Badge hin. An das Fahrwerk kann ich noch nicht, ne? Ne, immer noch nur das Low Deck. Was hatte ich gesagt? Ach ja, genau, ich wollte mein Heck wollte ich den Tor haben, weil ich den cool finde. Oder war hier eins, wo man noch die Dinger selber bearbeiten konnte? Ne, ne? Kam, glaube ich, erst später. Zack. Fahrwerk Original. Ja. Aber hier kann man noch die Abdeckung kriegen. Das sieht ein bisschen cooler aus. So. Das Einzige, was ich halt noch gerne hätte, wäre eventuell paar mehr Rückfahrscheinwerfer hinten. Ach genau, den Auspuff wollte ich auch noch umsetzen. Den wollte ich nach vorne haben. Das finde ich schöner. Sehr gut. So, haben wir die dicken Scheinwerfer oben drauf. Hier unten wollte ich noch die 6 Series Grill Paints drauf haben. Den oder den? Den. Hier unten den Frontbumper von der 6 Series. Und wie hier denn? Ach, da unten den Grill. Den kannst du auch noch verändern, okay. So. Die will ich eigentlich noch gar nicht drin haben hier, die brauche ich noch nicht. So. Jetzt sieht er auch wieder aus wie ein LKW. Fortschritt wird synchronisiert. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hervorragend sozusagen. Let's do this. Yep. So, da ist ja noch mal Licht. Auf geht's nach Stora Enso, den Schrott da abholen. Turn right. Lenker steht leider immer noch schief. Turn left.
Eventuell demnächst kaufe ich mir mal einen Trailer, aber ich weiß noch nicht, was für einen. Wenn dann lieber ein, ups, ein Flatbed. Kilometer sind wir mit dem guten Ding schon gefahren. Keep left and then turn left. Okay. Turn left. Jo. Ich bin schon wieder müde, das geht ja mal gar nicht. So. You have arrived at your destination. Your route guidance is now finished. Da hinten steht er. Der Trailer ist es. Gehe ich mal raus, dass es ist. Der müsste es eigentlich sein. Der sieht so aus. Get on with it. So. Turn left. Auf geht's. Links bleiben wir. Ja, links bleiben. Keep left and then continue straight. So, dann machen wir uns mal einen Parkplatz suchen. Dann machen wir mal ein kleines Päuschen. Denn wir schlafen ja schon wieder fast ein. Ich weiß jetzt nicht, ob die 340 PS, die wir jetzt haben, ein bisschen was gebracht haben. Ist immer noch nicht die Welt, aber. Wie sammeln jetzt sich das Eichhörnchen? 340 sind besser als ne? Besser als nix. So. Besser als 320. 320 sind nicht viel. Okay, vorangekommen sind wir auch, ne? Aber so kommen wir besser voran. Ja, 500 Meter Parkplatz, sehr schön. Das ist unser. Weil die Müdigkeit schreit, oh, ich bin viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell, weil ich hier wieder meine Innenanzeige nicht vernünftig eingestellt habe. 200 Meter Parkplatz, sehr schön. Da fahren wir mal drauf. So, ich bin ein LKW, da muss ich wohl hier links hin, wa? Ah, da. Durchfahrplätze. Schön. Wir nehmen den letzten. Schönen Premium-Parkplatz hier mit eigenem Garten. So, dann mache ich mal ein kurzes Päuschen. Also, wir machen ein kurzes Päuschen. Für eine Ruhepause drücken Sie die folgende Taste. Nein, genau das wollte ich ja nicht. Wir haben unsere Ruhepause ja schon fertig. Muss ich meinen. Ey, die gehen alle mit an, ne? Ja, geht so gut. Hervorragend. Gut. Auf. Tracker R anschalten soll helfen. Auf geht's. Mit der Baumrinde nach. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hinfahren wollten. Ticket Ungarn, glaube ich, ne? Irgendwo nach Ungarn ging es, glaube ich. Finden wir schon. Interessanter Beschleunigungsstreifen, ne?
Tempomat wieder auf 86 Kilometer pro Stunde. Und dann so. Ja, was ist mit dem Bild passiert? Ich sehe nichts mehr. Ah, so, jetzt. Gut. Jetzt geht's wieder. Ist ein bisschen blöd, blind zu fahren. Keep right. Keep right. Auf nach Ungarn. Tja. Ich habe mein Headset verstellt, egal. Exit right. Exit right. Kriegen wir hin. Ich glaube, 50 ist in der Kurve echt mutig. Ich weiß aber nicht so ganz, wo der hier die Grenze setzt, oder macht er erst, wenn ich jetzt wieder auf 0 gehe, raus. Ah, okay. Und jetzt links rum. Okay. Turn left. Jo, machen wir. Mokwi, Mokwi, Mokwi. So. Auf geht's. Wie schnell darf ich denn hier? 70? Ich fahre einfach mal 70. Keine Ahnung, ob ich in Österreich auf der Landstraße 70 fahren darf mit dem LKW. Ja doch, zeigt er da an, rechts. Dann soll er verpassen. Ich fühle mich ja schön an die Geschwindigkeit. Klar, ich könnte noch mit 100 hier durchballern, aber warum? Ich fühle mich schön an die. Wir wollen ja ein bisschen realistisch fahren, ne? Das heißt, klar, wir fahren ein bisschen zu schnell. Das tun sie ja alle. Oder viele. Die meisten. Viele, viele, viele fahren ja auch auf Landstraßen mit 85 durch die Gegend, obwohl sie es nicht dürfen. Aber man kann sich ja auch dran halten. Und gerade im Simulator, ja, haben wir, uns treibt ja nichts. Wir müssen ja nicht hetzen. Uns treibt doch nichts. Und wenn wir mit dem blöden Baumrinde-LKW hier einen Umweg über Lettland machen, ja, dann machen wir das halt, weil wir da gerade Lust zu haben. Fahren wir den Kram eben nach. Ja, Kiruna oder so, auch noch hoch, einmal nach Schweden. So, Ungarn. Steht kein Schild, was man in Ungarn darf, ne? Ist ja doof. So, gib Gas da, überhol mich. Ich will rüber. Da stand's. Ach, kannst ja nix, das ist viel zu klein, das Schild. Kannst ja gar nichts von lesen. Okay, 70. Also gehen wir runter auf 76 km/h. Oh, 74 km/h. Das passt schon. Kreuzungen, 300 Meter. Go straight, okay. Das andere bleibt mir auch von nicht über. Ei, ei, ei. So. Einmal tanken. Okay. Ich verstehe nicht ganz, warum man da nicht links abbiegen durfte. Macht ja viel mehr Sinn, wenn man in die erste Reihe fährt, statt in die zweite. Gute Frage. Get ready to turn left. Aye, aye, Sir. I turn left. Jetzt dahin, Budapest. Turn left.
Mausfeedback gerade angehabt. Das vom Lenkrad ist nicht zu empfehlen. Und macht dann nämlich das hier. Dann reagiert er auch einmal richtig. Naja. Hätte ich nicht gerade noch irgendein Lenkrad freigeschaltet? Könnte man auch noch mal gucken gleich. Wenn wir in Shiget angekommen sind. Shiget? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Alle sind so fleißig am Flügen. Das wird der nächste Flug. Schön. Ein schönes kleines Dörfchen da hinten. Ja, und eine Eisenbahnstrecke. Schön. Schöne Gegend hier. Gefällt mir. Schön schmale Straßen. Immer nur vierspurige Autobahn, das ist auch langweilig. Ich finde die schmalen Straßen hier viel, viel interessanter. Erstmal sieht die Landschaft da besser aus. Da muss man ein bisschen mehr gucken. Und jetzt mit der Ladung geht es noch, aber wenn du später mal Oversize fahren, also Schwerlast oder Überbreite, dann ist das schon ein bisschen interessanter, weil du dann echt aufpassen musst, dass du mit dem Trailer nicht irgendwas wegrasierst. Das ist so, ja, Gott. Die Wanne ist ja jetzt nicht wirklich... Ist ja eher klein, was wir da jetzt hinten dran hängen haben. Ne? Das ist ja. Ist zwar ein Dreiachser, aber guck, wie kurz der ist. Ah, sieht schon cool aus jetzt. Egal, sieht schon cool aus. Guck mal, er hat ein Haus dabei. Was sagt denn mein Tank? Der sagt genug drin. Scharfe Kurve. Hier ist wieder einer am Flügen. Nebenan wird noch gedroschen. Ja. Passt das zeitlich? Ja, doch, das passt. Huch, das Lachen da. Go straight. Da lach irgendwas. Naja, da man hier nicht looten kann, braucht man hier auch nicht. Brauchst du hier nicht gucken, was es war. Was wollte ich gucken? Ich wollte kurz mal eben hier in die Bank gucken, wie hoch unser Kredit denn noch ist. Okay, also wir haben noch 145.000. 4.000 pro Tag zurück, also 30 Tage, dann haben wir das Ding abgezahlt, würde ich sagen. Müssen wir denn jetzt lang fahren? So. Was tust du da vorne? Oh ja. Ein Zug. Ein Zug. Kurzer Gemischtwarenladen. Ich glaube, der Schalter von meiner Hupe hat auch eine Macke. Der reagiert auch nicht dauerhaft, aber naja. Macht auch nichts. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt belegt habe. Brauchst du eigentlich sowieso nicht. Fernlicht, das brauchst du. Aber die Hupe? Wahrscheinlich, weil ich nicht wusste, was ich sonst auf den Knopf legen soll. Ich könnte höchstens die Getriebeumschaltung drauflegen. Das könnte ich machen. Ich glaube, wenn ich mal schwerere Lasten fahre, dann mache ich das auch. End auf Kraftfahrtstraße, ja.
Get ready to exit left. Exit left? Exit left. Hä? Achso, war das hier einspurig, wird deswegen. Erzählt er so Quatsch. Weil das ist hier einspurig, trennt sich da vorne wieder? Achso, das ist die Gegenfahrbahn, okay. Da war eine Bodenwelle. Ist das Baustelle? Ja. Schön. Ach, guck mal, da geht's ja schon nach Chigget. 500 Meter. Aber da sollen wir nicht raus. Wir sollen weiterfahren, sagt. Wie hieß er noch? Randy? Jedenfalls unser Navi-Mensch. Sagt, wir sollen noch weiterfahren. Mir aus. Go straight. Okay, I go straight, my friend. My brother. I go straight. Oh, da muss ich gleich rüber, wa? Keep right and then exit right. Mhm. Smirnoff. Mhm. Nein, ich will keinen Smirnoff. Da waren wir raus. Wenn ich ganz täusche, gilt die nicht für mich? Nein. Kommt keiner. Wir haben Straßen hier, oder? Junge, Junge. Wollen wir gleich mal gucken, was wir uns da für ein Lenkrad kaufen konnten. Das machen wir gleich mal. Das ist die Donau. Könnte ich jetzt, würde ich jetzt mal so pauschal vermuten, die geht ja irgendwie durch Ungarn, ne? Glaube ich. Wahrscheinlich liege ich Meilen daneben, aber ich würde jetzt einfach mal auf die Donau tippen. Aber hier scheint es ja keine Schilder dazu zu geben. In Deutschland gibt es immer Schilder, in Schweden auch. Wir wollen rechts ab Richtung Budapest. Na ja, und noch Chigget. Chigget, Chigget. Chigget. Okay. Exit right. Exit right. So. Ja, nach
rechts. Schneller, schneller, schneller. Ha! So, das ist auch mal fährlich, was den Namen verdient. Ach Mann. Go straight. Mhm. Going straight, my friend. Ja, rechts überholen ist nicht lieb, aber wenn der mit so wenig Kamera auf der linken Spur rumschleicht. Dann jagen wir den mal hoch auf 86, ne? Licht! Ich sehe wieder was. Aha, Autos von vorne, das ist nicht gut. Machen wir Licht wieder aus. Die äußeren beiden Strahler oben muss ich dann irgendwann mal, sollte ich mal Schwerlast fahren, dann werden die durch Rundumleuchten ersetzt. Aber bis dahin, wie weit haben wir es denn noch? 55 Kilometer, aber wir sind quasi da, okay. Noch 5 Stunden Zeit bis zur nächsten Ruhepause, das passt auch. Was hat er denn da drauf? Stahlrohre? Ah, da ist er! Da ist er, der SK! Bist du sogar zwei drin, wenn ich das richtig gesehen habe? Da ist der SK, siehst du. Einmal pro Auto, echt helles Licht für so eine 30 Jahre alte. 30? Wann sind die denn gebaut worden? Ich glaube, Actros gibt es. Die ersten Actros sind 96 gekommen, glaube ich. Könnte Google mal fragen. Okay, Google. Okay, Google. Ab wann wurde der Mercedes Actros gebaut? Laut Wikipedia. Actros ist die Bezeichnung für eine Actros ist die Bezeichnung. Ja, ist gut. Hast genug erzählt. Also 96 eingeführte Actros. Als Nachfolger vom SK. Damit dann halt, die ersten Actros sind schon 24 Jahre alt. Das heißt, der ist auch locker 25, 30 Jahre alt. Ist das schon wieder einer? Ne, das ist Iveco. Also. Get ready to turn left. Ready to turn left, jo. Jetzt sagt er es auf einmal.
Die letzten Male wollte man nicht sagen, wenn ich nichts abbiegen wollte. So sollte. Ups. Boah, ist das dunkel hier. Ist da eine Mittelleitplanke? Nee. Gut. Budapest. Get ready to turn left. Ja. Ah, da rein, wa? Ja. Turn left. Ja, wir lassen eben den Bus vorbei, wa? Nein, die Straße sieht nicht aus, als wenn ich hier 50 fahren möchte. Oh, boah, es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Ist das wieder so ein... Sand, nicht See, so eine Sandkuhle? Oder ist das, ach, das ist eine Farm. Das soll eine Farm darstellen, ne? Ja. Ich finde diese Zäune so schön, wenn man überlegt, wie dick die Balken sein müssen. Also die müssen locker arm dick sein, die Balken, aus denen diese Zäune da. Also diese jetzt hier rechts nicht, aber die eben vorne draußen standen. Die müssen locker arm dick sein. So, da soll er hin. Da rechts soll er hin. Da. Gut. Ups. So. Man hätte ihn noch schöner hinstellen können, aber... 440 Kilometer. Sehr schön. Wieder ein Level nach oben gekommen, ne? Ja, sehr schön. Könnte jetzt mal eben hier die Fernfahrt ein bisschen. Level 1 Fernfahrt, oder machen wir erstmal Mittelstrecke? Die sparsame Fahrweise vielleicht noch pushen. Just in time, hochwertig. Oder noch ein bisschen ADR mit drauf. Ja, komm, wir machen noch einen Exklusivschein. Flüssigkeiten haben wir ja schon. So, sehr gut. So. Nun ist der LKW getuned. Und wir haben unsere Baumrinde ausgeliefert. Ah, der eine oder andere hat es vielleicht gemerkt in der Mitte, als ich Pause gemacht habe, war noch ein kurzer Schnitt. Das liegt daran, dass ich da auch eine kurze Pause gemacht habe beim Aufnehmen. Wie gesagt, die Situation passt ganz gut. Deswegen war da ein kurzer Schnitt, da habe ich nichts weggelassen. Man sieht auch, ich stehe an der gleichen Stelle. Aber deswegen war da halt ein kurzer Schnitt. Naja. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Folgt mir auch gerne auf Twitch. Ich streame ja auch andere Dinge, die hier nicht auftauchen, wo ich jetzt denke, dass die live vielleicht interessant sind oder live interessant sind, aber als Video nicht wirklich. Also beispielsweise War Thunder oder Dirt Rally oder Shooter oder sowas. Das finde ich auf YouTube eher uninteressant, weil das halt nicht aufeinander aufbaut. Ist halt mehr oder weniger rundenbasiert oder so. Also nicht rundenbasiert, sondern das sind immer nur kurze Sessions. Deswegen zeige ich die hier nicht. Wer sowas gerne sehen möchte, sowas habe ich auf Twitch. Link ist unten in der Beschreibung, schaut mir gerne zu. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut wieder rein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal in... da, wo wir Baumrinde hingefahren haben.